Das ausgelutschte Mario Kart Wii wurde abgelegt und seitdem kam kein neues Mario Kart mehr. Mit Sicherheit habt ihr die Serie schon vermisst. Jetzt geht es wieder weiter mit Mario Kart Double Dash vom Nintendo GameCube 2003 bei uns erschienen. Ich finde, das ist das beste Mario Kart. Ich weiß nicht warum, aber es macht mir einfach am meisten Spaß. Die Strecken sind geil und dieses Double System ist einfach so nice. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann genießt dieses Spiel und kauft es euch vielleicht nach, weil das ist es echt wert. Was wir spielen werden, ist der 150er Hubraum und der Spiegel. Außerdem noch die Wettkämpfe mit Juli und die Meisterschaften mit Juli. Stimmt, die Meisterschaften, die gibt es auch nur in diesem Mario Kart. Da sind dann nochmal alle Cups in einem zusammengefasst. Das finde ich sowas von geil, weil das ist einfach der ultimative Test. Kann ich alle Strecken oder kann ich sie nicht? Wir fangen natürlich an mit 150 und dem Pilzcup, aber erstmal zu den Charakteren. Diese stehen zur Auswahl, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und es wird hier unterteilt in Gewichtsklassen. Es gibt leichte, mittel und schwere. Ich persönlich kann mit den schweren überhaupt nicht umgehen. Kann ich einfach nicht. Ich bin schlecht, sauschlecht mit denen. Mit den mittleren, ja, geht so. Aber am besten fahre ich mit den leichten. Doch erstmal, wer ist eigentlich schwer? Wer ist eigentlich leicht? Ganz einfach. Schwer, 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 schwer. Also diese Reihe hier, die sind alle schwer. Weil die gehören immer zusammen. Donkey und Diddy, Bowser und Mini Bowser, beziehungsweise Bowser Jr., Wario und Waluigi. Die sind leicht. Leicht, leicht, mittel, mittel, mittel. Doch warum gehören sie zusammen? Sie bilden ein Team. Diese beiden hier. Man muss sie nicht beide nehmen, aber sie haben immer ein gemeinsames Spezial-Item. Und das ist eben der nächste Punkt, warum Mario Kart Double Dash so geil ist. Ich liebe die Spezial-Items. Mario und Luigi haben Feuerbälle als Spezial-Item. Peach und Daisy, ein Herz, das ist so ein Schutzschild und wenn sie von einem Item getroffen werden, dann können sie das aufnehmen und selbst verwenden. Diese beiden hier haben ein Yoshi-Ei. Wenn das ein Gegner trifft, dann kommen da drei weitere Items raus. Unter anderem kann da ein Stern drin sein. Kettenhund, der räumt alles auf und bringt euch nach vorne. Goldpilz, erklärt sich von selbst. Drei rote oder drei grüne Panzer. Eine Riesenbanane, kann man so nice platzieren, ich liebe sie. Bowser-Panzer, räumt auch alles weg, was vorne oder hinten ist. Bob Omb. Und die können als einzige alles haben. Jetzt denkt ihr natürlich, oh, sie sind voll overpowered. Aber die kriegen die nicht so häufig. Und ja, die können auch nicht bestimmen, was sie jetzt am liebsten haben wollen. Weil, ja, die Hauptcharaktere kriegen jetzt zum Beispiel in dem Fall hier den Goldpilz viel öfter, als die hier den kriegen würden. Die könnten dann auch einen Kettenhund haben oder sonst irgendwie ein Herz oder so ein Shit. Ja, genug gelabert. Ich bin am besten mit Toad und Paracooper, das sage ich schon mal vorweg. Werde ich jetzt aber noch nicht nehmen. Ich mache es mir ein bisschen schwieriger und nehme ein anderes Team. Ich muss auch dazu sagen, dass ich schon etwas länger nicht mehr gespielt habe. Also können meine Skills etwas eingerostet sein. Damals war ich echt saugut in dem Game. Inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so. Wir fahren in diesem Part mit Diddy Kong und Baby Bowser. Das war früher auch ein gutes Team von mir. Warum sage ich immer Baby Bowser? Das ist Bowser Jr. Goddammit! Und wir fahren mit der Lokomotive. Die Karts, die bestimmen jetzt die Schnelligkeit und eben auch die Gewichtsklasse. Also die kleinsten, die sind am schnellsten und können sich am schnellsten auch wieder nach gegnerischen Itemtreffern aufrappeln. Und die schweren Charaktere, die brauchen dafür verdammt lange nach einem gegnerischen Itemtreffer, haben dafür aber auch die Maximalgeschwindigkeit relativ hoch angesetzt. Also die sind am schnellsten, wenn sie eben lange überleben, in Anführungsstrichen. Mit diesem Team können wir einen Bowser-Panzer bekommen und eine Riesenbanane. Also schon mal nicht schlecht. Diese Cars stehen für die kleine Klasse zur Verfügung. Der goldene ist für alle. Ja, manche bin ich noch nicht mal gefahren. Das hier ist sogar Diddys Kart. Das nehmen wir jetzt mal. Ihr seht schon, bei Tempo ist es relativ gut. Das Gewicht ist mittel und das Gas ist scheiße. Und die Lenkung ist auch nicht so gut. Ja. Aber ich werde es mal nehmen. Pilzcup, beginnen wir doch damit schon mal. Los geht's. Ja, ich bin echt gespannt, wie wir uns schlagen. Ich meine, ich habe es lange nicht mehr gespielt. Null Übung, ich komme mit dem Kart nicht klar. Aber naja, ich denke schon, dass so 36 Punkte drin wären. 40 ist die Maximalpunktzahl. Und der Goldpokal, der es muss. Also kein Goldpokal und ich bin aggro, weil das geht gar nicht. Aber kommen wir noch ein bisschen zu den Erklärungen des Spiels. Diddy fährt und Bowser Jr. ist hinten. Das bedeutet, Bowser Jr. bekommt die Items und hat somit auch Chancen auf das Spezial-Item. Es gibt aber auch sogenannte Doppelboxen, nämlich diese hier. Da bekommen beide Charaktere ein Item, doppelte Item-Power und auch doppelte Chance auf ein Spezial-Item.
In dem Fall kann nämlich auch Diddy sein Spezial-Item bekommen. Man bekommt dieses Item allerdings nicht auf jedem Platz. Also zum Beispiel die Riesenbanane, die wir jetzt gerade bekommen haben, yay, bekommt man eher so auf Platz 1 bis 4. Und den Bowser-Panzer zwischen 2 und 5 würde ich mal schätzen. Hier ist ein kleiner Geheimgang mit einem Doppel-Item, können wir uns gleich mal mitnehmen. Und der Kettenhund zum Beispiel, der kommt nur auf den hinteren Plätzen vor und nie auf Platz 2 oder so. Macht auch gar keinen Sinn. Durch Drücken von Z kann man wechseln und so kann man eben entsprechend taktieren. Welches Spezial-Item macht denn in welcher Situation am meisten Sinn? Lol, gleich zwei Bowser-Panzer auf einmal, nicht schlecht. Aber wir müssen noch weiter nach vorne kommen, wir sind nur Vierter. Ja, yeah! Das ist gut. Ich knall den mal hinter, direkt mal einen getroffen und der Blitz kommt auch noch dazu. Volle Action, ach du Scheiße. Jetzt geht's hier ab. Ja, ich wollte noch einiges erklären, aber ich glaube, ich komme nicht mehr dazu. Ah, noch eins kann ich noch ansprechen. Marker Double Dash ist sehr beliebt. Also, es ist das zweitmeistverkaufteste GameCube-Spiel mit knapp 7 Millionen Einheiten. Nur Super Smash Bros. Melee war besser. Das zeigt aber leider gleichzeitig auch, wie schlecht der GameCube war. Der hat sich ja nur sehr, sehr schwer verkauft und wehe, das kostet mich jetzt den ersten Platz. Game Steel, verdammt! Ja, Mann! Alter, ich habe die Schlampe schon gehört da hinten. Nee, es war sogar Bowser, oder? Ja, geil. Mutant hat verkackt. What the fuck, Sechster? So was habe ich ja noch nie gesehen. Ja, aber dann wird der Computer jetzt wechseln auf irgendeinen anderen Computer und den unterstützen. Das machen die immer. Die suchen sich immer den Besten raus und supporten den dann. Geben den auch einen getunten Motor. Also den kann man so oft bekämpfen, wie man will. Der kommt immer wieder. Das ist so krass. Peach Beach, das kennt ihr schon aus dem späteren Mario Kart Wii. Das war da eine Remake-Strecke, aber hier in Mario Kart Double Dash war das eine neue Strecke. Und sie ist einfach nur schön. Ja, es ging gut los, aber es war auch sehr gefährlich. Ich finde das Spiel auch ziemlich schwer. Zumindest, wenn man immer mit den Charakteren und dem Kart wechselt. Wenn man sich mit einem Kart einspielt, dann geht es schon. Bei Mario Kart Wii, finde ich, hat man ja zwar viele verschiedene Karts und Bikes, aber einige fahren sich auch gleich. Hier ist es wirklich so, dass jedes Kart oder so gut wie jedes Kart sich anders fährt. Ach genau, das Driften habe ich noch gar nicht angesprochen. Das ist hier auch noch etwas anspruchsvoller gestaltet. Hier links bei dem Brunnen wäre übrigens noch ein Doppel-Item, aber das sollte man nicht holen, weil es kostet zu viel Zeit. Beim Driften ist es jetzt nicht so, dass man einfach nur einen Knopf drücken muss und dann in die Richtung halten muss. Nö, das war hier noch ein bisschen anspruchsvoller. Hier muss man nämlich den Control-Stick hin und her bewegen. Links nach rechts. Erstmal ist es gelb, dann wird es rot oder so ähnlich, orange. Und erst wenn es blau ist, dann ist der Drift voll aufgeladen und dann kann man ihn loslassen. Wenn man schon bei rot loslässt, dann bringt es einem nichts. Anscheinend hat man sich dann bei der Wii-Version aber gedacht, das ist zu schwer für die Kiddies, das müssen wir einfacher machen. Leider. So, Banane werfen, ab nach vorn. Wenn man jetzt einen Gegner mit einem Pilz übrigens rammt, dann kann man dem ein Item stehlen, das finde ich auch geil. Ja, es hat halt das abgewehrt. Oh, vielleicht hätte ich jetzt da gar nicht langfahren sollen, weil da meine Riesenbanane platziert wurde. Deplatziert, muss ich sagen, weil ich wollte die gar nicht dahin platzieren. Aber im Endeffekt war es doch gut. War gerade das Ebbe. Wir konnten Zeit gut machen, aber der fucking Blitz macht das wieder zunichte. Komm, geh ins Ziel. Schnapp dir noch eine Riesenbanane. Warum? Wo kommt die her? Fuck. Komm, 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 komm. Boom, 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 boom. Irgendwas Gutes. Nein, keine Banane. Ach man, ey. Wieso Zweiter? Das ist so lame. Nur wegen dem scheiß Blitz oder wie? Das macht mich aggressiv, aber Peach und König Buhu, ach doch, die waren Dritter letztes Mal. Doch, 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 die sind unser Gegner. Fuck. Die müssen wir auf Distanz halten in der nächsten Strecke. Die nächste Strecke wirkt auf den ersten Blick sehr langweilig, aber mit den richtigen Items kann das hier ziemlich spaßig werden. Die Riesenbanane ist hier sehr gut und der Bowser-Panzer ist für alle schlecht, weil der prallt nämlich an jeder Wand immer wieder ab und nimmt dann nochmal Speed auf. Und rammt dann alles weg, was nicht nied- und nagelfest ist. Hier, schaut euch den Scheiß an. Direkt mal 50 getötet. Okay, wenn er vom Zug getroffen wird, dann geht er kaputt. Aber normalerweise prallt er von den Wänden ab. Und nimmt dann noch mehr Speed auf und rammt einfach alles tot. Deswegen habe ich gesagt, der ist für alle schlecht, auch für uns. Weil wir können ja natürlich auch davon getroffen werden, ist klar, ne? Boah, König Buhu, jetzt still mal dein Leben. Und warum fahre ich auf die Scheißgrüne? Dammit. Ja, er hat auch einen Fehler gemacht. Und rote.
Weiter, weiter, weiter. Fahr, fahr, fahr. Ja, also ich wollte bestimmt noch einiges erzählen und erklären, aber ihr seht ja, hier geht der Punk ab. Ich habe doch die grüne hintergeschmissen. Eigentlich hätte die rote sofort kaputt gehen müssen, aber egal. Scheiße. Auch jeder grüne Panzer prallt ab und die gehen halt auch irgendwann kaputt. Oh, ist Yoshi zum Glück kaputt gemacht. Ich werfe jetzt mal da vorne in die Kurve die Riesenbanane rein. Oh, war super platziert, hey! Yes, direkt ein Treffer auf König Buhu. Nice. Ah, links sind Pilze, das wusste ich nicht. Boah, über Off-Topic zu sprechen bei diesem Mario Kart ist ja gar nicht möglich. Ich muss mich echt derbe konzentrieren. Geht den Pilz! Ah, dammit. Nein! Letzte Runde. Ja, wieder getroffen. Schön auf Distanz halten, das Schwein. Scheiße! Nein, ich wollte die Rote auf die Riesenbanane lenken, das hat nicht geklappt. Warum ist der jetzt wieder vorne? Ich habe ihn doch 100-mal getroffen. Ja, und dann kommt der Blitz natürlich in dem Moment, wo ich driften will. Dann werde ich nämlich voll nach außen geschleudert. Warum Vierter? Schon wieder Zweiter. Hey, das ist lächerlich, Mann. Ich habe alles richtig gemacht. Alles, alles. Und trotzdem bin ich so weit. Nee, ey, jetzt entscheidet die letzte Strecke über Sieg oder Niederlage. Also klar, wir kriegen den Silberpokal sicher, aber das ist dann gefühlt eine Niederlage. Shit! Ich muss jetzt alles reinstecken hier. In die staubtrockene Wüste. Eigentlich eine meiner Lieblingsstrecken. Aber mit Toad ist die hier sowas von einfach. Weil mit einem Goldpilz kann man so derbe abkürzen. Das glaubt ihr nicht. Ich habe halt leider jetzt nicht das Team dafür. Aber mit einem Stern geht's natürlich auch. So, ihr Spacken. Okay, wir haben schon mal einen schönen Vorsprung. Einen kleinen. Zumindest. Hier sollte man nicht treffen. Warum mache ich's? Ich habe mir fast wieder alles verbaut. Wenn man da in die Mitte gelangt, dann wird man von einer Pflanze gefressen. Also das sollte man definitiv vermeiden. Jetzt gilt es nur noch, Items von Gegnern abzuwehren und heil ins Ziel zu kommen. Leider gibt es in diesem Spiel noch keinen Rückspiegel, den gab es erstmals in Mario Kart Wii. Den finde ich schon sehr nützlich, weil dann kann man immer gucken, wo ist der Gegner, wann kommt ein Item. Hä, wieso habe ich mein Item überhaupt noch? Hä? Das ist ein Bug. Eigentlich hätte ich die Banane verlieren müssen. Oder war dazwischen jetzt ein Itemkasten? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Lol, das muss ich im Video nochmal anschauen. Also wenn ich nach dem Blitz die Banane noch in der Hand hatte, dann ist es ein Bug. Krass. Ah, oh, ich bin die ganze Zeit noch am überlegen, was ich noch erzählen wollte. Aber ich glaube, das wird nichts. Hier muss man sich echt derbe konzentrieren. Ja, wie viel Rote hat denn die? Ich habe doch schon 20 von denen abgewehrt. Und dabei ist es gar nicht mal der König Buhu. Oder die Peach, sondern es ist Bowser und Yoshi. Dann würde ich sagen, sollte ich nicht nach hinten arbeiten, weil wenn die Zweiter werden und ich Erster, dann sieht es nochmal besser aus. Aber egal. Auf alle Fälle müssen wir mindestens einen Platz besser sein als König Buhu und Peach. Ich finde es sowieso ziemlich lol, dass die ein Team bilden. Passt ja mal gar nicht zusammen. Aber egal. Okay, dagegen kann ich jetzt nichts machen. Boah, hätte mich die Rote aber im Treibsandbereich erwischt, dann wäre ich gefressen worden von der Pflanze. Also, ich glaube, das Spiel will nicht, dass ich Erster werde. Es kommen 500 rote Panzer und jetzt werde ich doch tatsächlich überholt. Das ist Betrug. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das ist Betrug. Er hat gewonnen. Plötzlich hat er gewonnen. Kann ich nichts gegen tun, wenn 100 Rote kommen, Blitz, Stachy. Also ihr seht, es ist alles beim Alten. In dem Spiel wurde eigentlich auch schon kritisiert, oh, es fliegen einem ja nur die Items um den Kopf herum. Das ist ja nicht mehr Spaß, ihr habt nichts mehr mit Skill zu tun, nur noch Luck. Aber muss schon sagen, es ist zwar krass in dem Spiel, aber es geht noch. Später in Mario Kart Wii, das ist nur noch Luck. Ich finde es absolut scheiße, dass wir jetzt hier noch nur den Silberpokal haben, weil es absolut nicht gerechtfertigt ist. Aber gut, so ist das Spiel. Müssen wir dann halt im Blumencup nochmal neu angreifen. Aber so viele rote Panzer der zweite Platz hatte, so viel habe ich nicht mal im ganzen Cup gehabt.
ist schon echt witzlos. Also ich fühle mich jetzt beleidigt. Aber gut, ihr könnt mich mit einem Daumen hoch trösten und ich würde mich freuen, wenn ihr beim Blumencup wieder einschaltet, um den nächsten Betrug anzusehen. Bis dann, bei Marker Double Dash.